Hey, hey, what's up und damit herzlich willkommen auf dem Mediabox Tutorials Kanal. Mein Name ist Mohamed und auf diesem Kanal findest du die besten Tutorials für Foto- und Videobearbeitung und vieles mehr. Deswegen solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wie du gerade schon siehst, heute geht es darum, dass ich dir zeige, wie du solche Instagram-Promo-Videos, also von Produkten quasi Promo-Videos, erstellen kannst. Dazu brauchst du halt Photoshop und Premiere Pro. Das Design tun wir in Photoshop. Und die Bearbeitung bzw. die Animation erstellen wir dann in Premiere Pro. Ja, dann lass uns doch jetzt sofort anfangen und viel Erfolg beim Ausprobieren. So, ich lasse dieses Musterprojekt hier offen und klicke auf Datei, auf Neu und dann benutze definiert, gebe hier ein 2000 mal 2000. Dann können wir auch schon mit Erstellen beginnen. So, als erstes drücke ich hier auf diesen kleinen Schloss und kann jetzt diese Ebene bearbeiten. Das ist für mich mein Hintergrund, deswegen mache ich einen Doppelklick hier drauf. Und tipp ein BG. BG halt Background. So, ich habe mich für rote Farben entschieden, deswegen gehe ich jetzt hier auf dieses Füllwerkzeug. Wenn das bei dir was anderes zeigt, dann klickst halt hier drauf und wählst das Füllwerkzeug. So, hier wähle ich mir eine Farbe aus. Genau, so sieht das schon gut aus. So, einmal draufklicken. So, jetzt habe ich hier meine Schriften und hier zwei Buttons quasi. Wir fangen jetzt einfach mal an mit diesen Schriften hier. So, dafür klicke ich auf dieses Text-Tool. Achte darauf, dass ich hier auf weiß bin und danach klicke ich einmal hier drauf und tippe ein Let The. So, die Schriftart, dafür markiere ich das erstmal, die Schriftart heißt Rush Hour. So, Let The. Und dann kann ich hier unter dieses Icon und diesen Icon hier auf A drücken, also auf Zeichen. Wenn das bei dir nicht anzeigt, dann kannst du unter Fenster und dann halt Zeichen einmal aktivieren. So, dann kann ich hier einmal etwas größer ziehen. Dann klicke ich einmal hier weg, klicke wieder auf das Text-Tool und okay, wenn wir das gemacht haben, ist es sehr wichtig, Ordnung A und O, markieren wir diese drei Textebenen, klicken hier auf diesen Ordner-Icon hier. Wir nennen das Ganze um in Titles. So. Als nächstes erstellen wir jetzt hier diese Buttons und diese Textebenen. Dazu gehen wir auf dieses Rechteckwerkzeug und gehen auf abgerundetes Rechteckwerkzeug. So, ich ziehe jetzt hier ein Rechteck und automatisch öffnet sich schon hier dieser Panel. Dann gehst du auf 10 Pixel, dann kannst du hier maximal, quasi ist es bei mir jetzt 97, hast hier quasi so eine schöne runde Form und platzierst das halt. Wenn dir das zu dick ist, kannst du auf STRG und T drücken, heißt Steuerung T. Kannst dann auf Shift drücken und kannst das halt schmaler machen. Was ich jetzt mache ist, ich mache einen Doppelklick hier drauf, mache Farbüberlagerung, wähle diese Farbe hier aus. Jetzt merkst du, okay, was soll das jetzt bringen? Dann klickst du hier auf Schlagschatten. Machst es größer, machst die Deckkraft etwas weniger, so dass man wirklich diesen Button hier erkennt. So, als nächstes machst du das hier zu, drückst auf Steuerung und J. Damit haben wir das Ganze einmal dupliziert. So, was machen wir? Wir platzieren das hier nach oben. So, als nächstes können wir diese Super Sound, Super Bass Titel Textebenen erstellen. Platziere ich das hier hin. So, als nächstes duplizieren wir das auch. STG und J. Ist aber wichtig, dass wir das erstmal hier auswählen. Steuerung J. Und platzieren das hier hoch. So, recht mittig. Und machen hier aus Super Sound machen wir Super Bass. So, als nächstes füge ich jetzt hier eine URL, also meine Domain hinzu. Dazu klicke ich wieder auf dieses Textwerkzeug, tippe ein. So, markiere das Ganze mit Steuerung A, mach das hier regular, mach das hier sehr klein und spiele hier mit der Zeichenbreite quasi, der Abstand zwischen den beiden Zeichen quasi. Dann haben wir das hier erstmal erledigt.
anschließend machen wir hier, wie du schon siehst, eine sehr fette Schrift von Super quasi. Dazu gucken wir, was für eine Schrift hat wir gewählt haben. Das war Montserrat auf Black. Okay. Wechseln wieder auf unser Projekt, machen neues Text-Tool und schreiben Super. Markieren das Ganze, tippen ein Montserrat und dann Black. So, jetzt können wir das Ganze einmal hier wieder auf Null bringen. Machen das riesig. Steuerung T. Einmal um 90 Grad platzieren. Ganz nach unten. Und wir gehen hier auf Deckkraft. Gehen runter bis auf, ja, bis auf 5%. So. Dann haben wir das auch schon gemacht. Wir können auch eventuell mit der Schrift etwas noch hoch, nach oben quasi. So, dann haben wir unsere Schriften, unsere Buttons mit den Schriften, unsere URL, unsere Domain quasi. Hier nochmal, warte, machen wir das bündig hier. So, als letztes fehlt noch unser Produkt, unsere Kopfhörer beispielsweise. Dann gehe ich jetzt hier drauf. Ich habe schon hier was runtergeladen. Und zwar ist das bei Elements Envato gewesen. Ich habe hier einen Reiter für 3D. Gib hier ein Headphones. Anschließend gehe ich hier runter. 3D-Ränder anzeigen. So, jetzt kann ich auch drehen, wie ich will. Und so gibt er mir das jetzt wieder. Drück auf PNG. Lade diese Perspektive runter, klicke auf Download und kann das jetzt hier in Photoshop einfügen. Mach das Ganze größer. So, das reicht. Ich ändere noch die Farbe, dafür mache ich einen Doppelklick hier drauf. Mache Farbüberlagerung, die Farbe stimmt. Mache noch einen Glanz rein. Kannst du hier quasi etwas blasser nehmen, das Rote quasi. Kannst du hier einen Glanz hinzufügen. Dann bestätige ich das Ganze. So, wir sind jetzt hier fast mit dem Design fertig. Uns fehlt nur noch dieser Button hier, jetzt Bestellen-Button. Dann machen wir das Ganze so. Ich erstelle jetzt noch eine Textebene. Und jetzt können wir quasi das Ganze einmal abspeichern nochmal. Klicken auf OK. Jetzt öffnen wir Premiere Pro. Doch vorher importieren wir unser Footage. Das heißt, Banner Video, Tutorial, Banner Video hier rein. Achtung, das poppt nicht auf. Du musst sie einmal auf Minimieren. Und jetzt fragt er dich, Premiere Pro fragt dich, willst du, dass alle Ebenen zusammengefügt werden? Sagst du nein, einzelne Ebenen. Dann klickst du hier auf OK. Tutorial, Banner Video. Und hier hast du quasi deine Ebenen. Was du jetzt machst, ist, du gehst auf BG, Rechtsklick. Neue Sequenz aus Clip. So, jetzt macht er automatisch 2000x2000 eine Sequenz, quasi so ein Video. Das kann ruhig. Machen wir mal so 12, machen wir so ein 12 oder 13 Sekunden Video. Und als nächstes kommen jetzt die Schriften. Let the music. So. Dann ladet ihr euch diese Presets hier runter. Den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung. Die heißt also Glitch und Distortion. Das sind so quasi fertige Effekte von Cinecom, wie du schon gerade siehst, cinecom.net. Die sind auch YouTuber. Und wie gesagt, den Download-Link findest du unten in der Videobeschreibung. So, wenn du es heruntergeladen hast, gehst du hier auf Rechtsklick und Vorgaben importieren. Dann wählst du halt quasi diese Glitch-Vorgaben, Presets und fügst die in Premiere Pro hinzu. Wie du schon hier siehst, habe ich mehrere Cuts gemacht. Das ist, weil da der Effekt quasi ist. So wie du schon siehst, da ist der Effekt. Deswegen gehen wir hier auf Tutorial Banner-Video, scrollen einmal rein, wählen hier erstmal diese Rasierklinge aus. So, bevor wir das erstmal machen, das fällt mir gerade ein, Background, Super, URL und Background gehören zusammen. Müssen wir nicht schneiden. Machen wir rechts, markieren die drei, machen Rechtsklick und gehen auf Verschachteln.
So, BEG tippen wir ein und dann haben wir das erstmal verschachtelt, weil damit haben wir nichts zu tun. So, jetzt gehen wir weiter runter. Als erstes kommt ja Let the Music Speak und dann die beiden Buttons und dann mein Headphone. So, ich nehme meine Rasierklinge, mache einen Cut, quasi immer so diagonal. Jetzt machen wir wieder einen Cut und immer so, quasi sollte das so aussehen. Jetzt nehmen wir Block Distortion, fügen das hier hinzu. Das Ganze sieht so aus. Und wie du schon siehst, ist hier ein schwarzer Balken zu sehen. Dazu klickst du hier drauf und machst Linsenverzerrung aus. Hier haben wir das wieder. Klickst einmal hier drauf, machst die Linsenverzerrung aus. Fahr hier ganz nach vorne, markiere Skalieren, aktiviere quasi diese Stoppuhr und drehen. So, der fängt jetzt hier an, hat zwei Keyframes bei den Standardwerten angelegt und wir ziehen das bis nach hinten. Das heißt, hier am Ende wäre quasi bei dieser jetzigen Position. Wir fahren nach vorne und machen hier bei Skalierung, machen wir mal 115 und drehen das Ganze um minus 7 Grad. Also machen wir hier Rechtsklick, kopieren, machen Rechtsklick, Attribute einfügen. So, Bewegung. Und hier auch. Sehr schön. So, jetzt fehlt hier noch dieses Jetzt bestellen. Machen wir ganz einfach. Gehen wir hier auf Projekt und klicken jetzt hier auf Jetzt bestellen. Ziehen das hier per Drag und Drop rein. Jetzt ist er hier unten in der Ecke. Dazu klickst du einmal auf diese Ebene, einmal auf Bewegen und diesen Anchor Point. Setzen wir das Ganze einmal mittig. Auch hier machen wir einen Cut. Fügen unter Effekte einen Block Distortion und sagen hier, sagen wir 150, so. Genau, so, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig, jetzt fehlt aber nur noch die Musik. Ich habe da schon was runtergeladen und zwar das. So, hier per Drag and Drop rein. So, wir sind jetzt fertig. Wie gesagt, die Animation haben wir erstellt. Das Design haben wir in Photoshop gemacht. Es war ein recht langes Video, ja, tatsächlich. Aber das liegt auch daran, dass wir was sehr Professionelles erstellt haben. Sowas machen wirklich Werbeagenturen. Und jetzt könnt ihr das auch ganz in Basic machen. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Falls ja, dann lass doch mal bitte einen Daumen hoch da. Abonniere diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und viel Erfolg beim Ausprobieren. Mach's gut, schau dir meine anderen Videos an. Und wir sehen uns das nächste Mal. Schalt wieder ein, wenn es heißt MediaBox Tutorials.